bist doch verrückt. Au, voll auf die Rolltreppe. Lass mich los, du kleine Nervensäge. Du bist so ein schlimmes Balk, das gibt's überhaupt nicht. Ich esse kein Fleisch, aber ich würde dich bei McDonald's gegen ein Happy Meal eintauschen. Hey Leute. Was geht? Mama Danja hier mit... Baby Khan, und wo sind wir hier, Mama Danja? Ja, ich dachte, du wärst doch so auf mich. Nein, nur ein bisschen. Wo hast du mich hier hingebracht? Sage ich dir gleich. Ich habe mir hier heute mal einen tollen... Hey, lass Mama Danja in Ruhe. Ich habe heute wirklich einen richtig tollen Freizeitpark gefunden und es wird dir so gut gefallen heute. Ja, erzähl schon, was machen wir denn hier? Ich habe meine Wut an Baby Khan aus. Eigentlich... Ich bin hier. Hey, hey, lass mich runter! Lass mich runter! Hey, hör auf damit! Mama Danja, machst du das, weil ich von der Schule abgehauen bin? Mama Danja, lass es! Lass es! Oh, ey! Was soll das? Wieder hochkommen? Hey! Ich hab gesagt, du sollst mich runterlassen! Ja, wir müssen ein bisschen, ja... Hey! Hey! Du schmeißt mich jetzt richtig... Los! Ey! Du bist doch verrückt! Was machst du da? Hey, lass mich runter! Komm. Warum schmeißt du mich hier durch die Gegend? Ja, das muss man hier machen in dem Freizeitpark. Dann schaltet man nämlich die neue Stages frei. Du weißt aber schon, dass das weh tut. Au! Voll auf die Rolltreppe! Das macht man mit einem Baby aber nicht, okay? Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe! Leute! Hey, warum? Mama Danja ist verrückt geworden. Die schmeißt mich hier durch die Gegend. Oh ja, jetzt richtig schön mit Anlauf. Machst du das, weil ich von der Schule abgehauen bin, oder was? Nee, das macht doch Spaß. Hast du hier keinen Spaß? Ich habe total viel Spaß. Was du kannst, kann ich schon lange. So, jetzt komm mal mit, Mama Danja. Ob du mich wieder runterlässt. Oh nein, oh nein. Wenn du mich jetzt nicht runterlässt, verzeih ich dir nie. Was dann? Was dann? Dann Royal High Forever. Okay, ich lass dich los. Ich lass dich los. Aber dann machst du das nicht bei mir. Hey, lass mich in Ruhe. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ich bleib nur stehen, wenn du mir versprichst, dass du nichts machst. Nein, ich mach doch nichts. Versprich ich es. Nie. Ja, natürlich, ich verspreche dir das. Gut, okay. So, wir können auch wie erwachsen... Hey! So sehr wie du mir versprochen hast, dass du in der Schule bleibst. Na, wie weit fliegt er? Ich will zurück nach Adopt Me City. Ich will zurück nach Adopt Me City. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. So, ich schick dich jetzt in eine andere Dimension, Mama Danja. Tust du das? Und tschüss. Oh Mann, macht das Spaß. Kann ich das bei allen machen oder nur bei Mama Danja? Ich mach dich fertig. So. Und tschüss. So, wo bist du kleine Nervensäge? Tschüss! Achso, doch nicht. Wo ist denn Mama Danja? Ach so, hallo Mama Danja! Ich hab Mama Danja schon wieder! Na, was ist denn los? Und tschüss! Oh, Mama Danja, ist das ein cooler Freizeitpark? Wenn das dafür da ist, um deinen Stress abzubauen, dann immer wieder gerne. Hey, lass Mama Danja in Ruhe! Nur ich darf das. Bleib hier! Muss ich halt fremde Leute durch die Gegend werfen. Kein Problem. Das ist aber nicht in Ordnung, was du machst. Ach, weißt du was? In Ordnung, nicht in Ordnung. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt einfach nur noch, worauf ich Bock habe. Komm her, du kleine... Lass mich los, du kleine Nervensäge. Du bist so ein schlimmes Balk. Das gibt's überhaupt nicht. So, wir gehen jetzt ein bisschen Sport machen, okay? Boah, ganz ehrlich, ich esse kein Fleisch, aber ich würde dich bei McDonald's gegen ein Happy Meal eintauschen. So, und... Hey! Wie hast du das gemacht? Hast du gecheatet? Nein. Oh, lass mich runter! Lass mich runter! So, wie weit hoch können wir ihn werfen? Au! Ja, ist gut geflogen, ne? Komm hier hin! Du liegst ganz gut in der Luft, muss ich sagen. Och, Mama Danja! Nur weil du größer bist. Nur weil du größer bist. Oh! Boah, meinst du schaffst es durch so einen Ring durch? Ey, komm, voll das witzig. Ja, los, komm. Voll witzig. Ich schmeiß dich jetzt da durch. Das ist total witzig. So, komm mit. Mach jetzt einen Touchdown. So. Hey!
Was machst du da? Ja. Ach so, das kann ich auch. Das kann ich auch, keine Sorge. Du bist so ein Nachmacher, das gibt's überhaupt nicht. Ich kenne diesen Trick. Oh Mann. Und tschüss. Au, das tat, glaube ich, weh, oder? Hier hoch. Komm du nur mal hier hoch. Ja, ich komme jetzt nach oben. Und dann schmeiß ich dich da runter. Ich weiß im Fall gar nicht, ob man hier... Und tschüss. Au, super. Ich bin hier, um meine Wut über dich auszulassen. Und du machst hier schon wieder alles kaputt. Tja, dann musst du halt schneller sein als Babykahn. Och nö, Mama, ja. Tanja, lass mich runter. Hey. Nein. Wir haben Videoaufnahmen, wie du mich jetzt durch die Gegend schmeißt. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, gut ist das, oder? Au, au, au. Au. Nein, jetzt fliege ich wieder zurück. Au. Das tut weh. So, jetzt bist du mal. Lass mich los. Jetzt bist du mal. Und tschüss. Boing. Das ist einfach unmöglich, ey. Mama Tanja fliegt durch die Gegend und sie kann nichts dagegen machen. Hey, Mama Tanja, hilf mir! Ja, hab ich doch schon. Oh nein, der hat mich voll durch die Gegend geschmissen. Außerdem bist du absolut beratungsresistent, Kind. Man kann dir nicht helfen. Was heißt das überhaupt? Was heißt das überhaupt? Oh, das ist gut. So, du kleines, nerviges, anstrengendes... Ah, du bist schneller. Ich sehe doch das, dass du schneller bist. Hey, wieso denn? Hör auf damit. Das macht man nicht mit seinem Kind. Nur um Stress abzubauen? Nein, 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 nicht durch das Loch. Bitte nicht. Ich möchte nicht in eine andere Dimension. Hallo. Und ab geht's. Ah, du bist ja sowas von schlecht. Oh, der war schlecht. Das stimmt. Mann! So. Ich will nicht dahin. Tschüss. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, Mama Tanja! Du machst es kaputt. Ich wollte dich hier durch die Gegend schmeißen, um mich ein bisschen abzureagieren und du machst es schon wieder zu deinem. Ja, wenn du zu langsam bist, dann kann ich ja nichts dafür, oder, Leute? Du kannst immer was dafür. Okay, ich wäre dafür, wir gehen jetzt oben auf die Treppe und haben ein klärendes Gespräch, okay? Da kann uns niemand nerven. Außer dir, meinst du? Jetzt komm nach oben. Kein Bock. Och, Mama Tanja, du bist sowas von anstrengend. Du bist schlimmer als ein kleines Kind. Wo bist du denn? Ich wurde gerade geworfen. Das ist hier so die Natur des Spiels. Ja. Hast du noch nicht verstanden, oder was? Hier, Mama Tanja. Wo? Hier, los. Komm, ich mach gar nichts mehr. Vielleicht lässt du mich dann mal in Ruhe. Und ich darf in der Dogme City bleiben, okay? Ja, durch super. Da. Super, klasse. Tut auch gar nicht weh. Du machst nichts mal einfach so, sondern immer mit Hintergedanken. Nein, tue ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Hier, guck. Ich hab keinen Bock drauf. Hier, guck. Och. Ist doch okay jetzt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jedes Kind so nervig ist wie du. Ich kann es mir beim allerbesten Willen... Guck schon wieder her. Aber ich bin doch brav. Ich bin doch brav. Guck, du kannst auch ein bisschen Stress abbauen. Guck, siehst du? Au, das tut ein bisschen weh. Ist mir egal. Hast du dich jetzt abreagiert? Nö. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jemals wieder abreagiere. Ja, aber ich muss zurück nach Adopt Me City. Ich komme zurück nach Adopt Me City. Weißt du, der Punkt ist, ich habe kein Vertrauen mehr zu dir. Wieso denn? Wie auch, weil du es jedes Mal, egal um was es geht, du triffst alle Entscheidungen alleine und willst aber dann auf der anderen Seite, dass ich mich die ganze Zeit um dich kümmere. Merkst du dich eigentlich noch? Ja, aber ich möchte einfach nicht nach Royal High. Noch nicht jetzt. Vielleicht später. In ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren. Vielleicht dann. Ja, los, schmeiß mich runter, ist okay. Ja, wow, super, danke. Au! Reicht's jetzt mal? Nö. Möchte zurück? Ich glaube aber, es wird tatsächlich nie reichen. Ich kann dich gar nicht genug werfen. Keine Ahnung, ich muss mir das ein bisschen überlegen. Ich hab gedacht, vielleicht hilft mir das ein bisschen, aber Gewalt ist anscheinend doch keine Lösung. Ja, das sowieso nicht. Deshalb gehe ich jetzt erstmal. Ciao. Mama Tanja? Es war klar. Sie holt mich jetzt in diesen Freizeitpark und lässt mich hier ganz alleine. Das war ja wieder sowas von klar. Aber ich glaube, Mama Tanja hat sich jetzt ein bisschen abreagiert. Oder? Was meint ihr, Leute? Ich glaube, jetzt hat sie nicht so viel Stress wie vorher.
wir werden zurück nach Adopt Me City gehen und mal gucken, was da passiert. Okay? Hm. Ich glaube, sie hat sich so ein bisschen beruhigt. Ich glaube schon. Ich meine, das konnte sie jetzt hier. Und du, lass mich in Ruhe! Oh. Das gibt Stress. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und das Spiel, diesen Freizeitpark, haben wir in die Beschreibung für euch gepackt. Okay? Tschüss.